Und im besten Fall können Sie hier bei HBAR 1800% Gewinne mitnehmen. Willkommen zu einem neuen Video von Bullish Impulse. Heute reden wir zum ersten Mal über HBAR und die Frage, ob HBAR der beste Altcoin für den nächsten Bullrun ist und ob er dieses Jahr noch neue Allzeithochs ausbauen könnte. Los geht's! Bevor das Video so richtig losgeht, möchte ich Sie einmal dazu aufrufen, uns einen Daumen nach oben dazulassen, wenn Ihnen das Video gefällt und selbstverständlich den Kanal zu abonnieren, damit Sie keine weiteren Inhalte verpassen. Zudem würden wir gerne Ihre Meinung über HBAR in den Kommentaren hören. Starten wir direkt rein hier im 4-Stunden-Chart. Sie sehen hier eine abgeschlossene Welle 2 und danach folgte eben die Welle 1, die untergeordnete, und eine Welle 2 ebenfalls untergeordnet. Und jetzt befinden wir uns hier in der übergeordneten Welle 3 logischerweise und dort in der untergeordneten Welle 3 Struktur. Und wir sehen ja, wir hatten hier ein lokales Hoch bei 6,2 Cent circa. Nicht genau, aber das ist ungefähr gerundet. Der Preis ist sehr niedrig für HBAR, wie man hier auch sehen kann. Der aktuelle Preis von HBAR liegt bei 5,3 Cent US-Dollar. Und jetzt sieht man das hier auch ganz einfach. Die Zielzone der untergeordneten Welle 3 liegt zwischen dem 1,618er und dem 2,236er Fibonacci-Expansionsniveau zwischen 7,5 Cent und 8,7 Cent. Der Preis läuft derzeit hoch und wir werden das Ganze jetzt uns auch in verschiedenen Timeframes anschauen. Und bleiben Sie auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn dort zeigen wir Ihnen dann Ihre möglichen Einstiegschancen plus warum Sie dann richtig viel Gewinne mitnehmen können. Jetzt sind wir hier angekommen in dem 1-Stunden-Chart. Wir haben hier ein bullisches und ein bärisches Szenario für Sie vorbereitet. Zunächst erstmal das bullische Szenario. Sie sehen hier die Welle 2, die wir gerade auch schon angesprochen hatten. Und jetzt haben wir hier die Unterwellen der neuen untergeordneten Welle 1-Struktur. Und hier sehen wir eine 1, 2, 3, 4, 5. Ganz klassisch in der ersten Welle immer so, in dieser Impulswelle eben. Und wie man sehen kann, kam hier dann eine ABC-Korrektur. Und jetzt könnte man davon ausgehen, dass wir hier bereits in einer untergeordneten Welle 1 und 2 sind und hier eben auch die untergeordnete Welle 2 abgeschlossen haben. Das heißt, wir befinden uns jetzt in der untergeordneten Welle 2. Das heißt, der untergeordneten 3, übergeordnet logischerweise sind wir auch in der 3, wie wir es gerade eben angesprochen hatten. Aber wir haben jetzt hier auch noch ein Szenario, bei dem diese 2 noch nicht abgeschlossen ist. Weil Sie sehen ja hier, dieses Level ist sehr niedrig gelaufen, wie man sehen kann. Ist diese 2 eben nicht wirklich tiefer gekommen, beziehungsweise nicht wirklich viel tiefer bekommen als diese A hier. Man kann zwar trotzdem sehen, dass wir hier hochgelaufen sind, erstmals in einer Welle A, B und C, was natürlich logisch sein würde für die Welle B und danach runterkorrigiert sind in einer Welle C und dann hier eben zur Welle 1 und 2 kam. Aber wir haben trotzdem ein alternatives Szenario, denn die eigentliche Zielzone der Welle C wäre hier zwischen 4,9 Cent und 4,7 US-Cent. Und dort könnte der Preis auch noch hinlaufen. Wir schauen uns das Ganze jetzt an in einem Chart, in dem wir Ihnen zeigen, was das bärische Szenario wäre. Jetzt sind wir hier im bärischen Szenario angekommen. Wir sind weiterhin der gleichen Annahme mit der Impulsivwelle 1 und hier eben der Welle 2. Aber hier ist die Welle 2 noch nicht abgeschlossen. Wir würden logischerweise danach auch hochgehen in eine neue Impulsivwelle der untergeordneten 1. Und wir sehen jetzt hier verschiedene Zielzonen. Zunächst einmal hatten wir hier die Welle A. Nun ist sie etwas tiefer gesetzt. Und das ermöglicht uns hier eben eine untergeordnete Welle A, eben der Welle B zu sehen und hier dann nochmal runterzulaufen in die B-C-Struktur. Und diese hat zwei Zielzonen. Zunächst einmal die spezifische Zielzone der Welle C bei 5,5 Cent bis 5,6 US-Cent. Und dort eben auch noch hier die spezifische Zielzone der Welle B zwischen dem 50er und dem 61,8er Fibonacci Retracement. Ebenfalls in einer ähnlichen Preisregion zwischen 5,6 Cent und 5,7 Cent. Hier würde der Preis reinlaufen und dann hätten wir hier wieder diese angesprochene Zielzone der Welle C, die dann eben hier runterlaufen würde. Wir sehen hier aber auch, diese Zielzone der Welle C hier, der internen, überschneidet sich mit der Zielzone von der Welle B. Das heißt, dort wäre es eine wahrscheinliche Region für den Preis reinzulaufen und dann hier runter zu retracen, bevor er dann erstmals wieder ansteigen könnte. Wenn man davon ausgeht, dass diese These eben stimmt, dann hätte man minimale Gewinnchancen von rund 13%, wenn man ab diesem Niveau shorten würde, und maximale Gewinnchancen von rund 17 bzw. 17,5%. Prozent, was natürlich ein ordentlicher Gewinn wäre, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass das der Bereich ist, der ungefähr eine Woche dauern würde zum Runterlaufen und danach würde der Preis logischerweise wieder hier hochgehen. Und das schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal an, wie der Preis im bullischen Fall hier hochgehen würde. Jetzt sind wir hier angekommen in der 30-minütigen Zeitzone. Jede Kerze repräsentiert jetzt genau 30 Minuten und Sie sehen ja, hier hatten wir die Welle A, B und C. Wir gehen ja hier davon aus, dass die C eben runter retraced noch, beziehungsweise die Zielniveau noch nicht ganz getroffen hat. Man hat ja hier eine Über
überschneidende Zielzone zwischen dem 50er und dem 78,6er Fibonacci Retracement zwischen 5,2 und 5,1 US-Cent. Und hier dann eben die interne der exklusiven Zielzone der Welle C eben zwischen dem minus 15er und dem minus 38er Fibonacci Retracement Niveau. Und hier hätten wir auch 5,2 Cent bis 5,1 Cent ungefähr. Das heißt, hier könnte er sich überlappen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass diese Welle hier normalerweise zum goldenen Schnitt kommt. Und wir sehen ja hier, da ist ja eine Überschneidung zwischen dem goldenen Schnitt, also zwischen 50 und 61,8 und dieser Zielzone der internen C. Das heißt, das ist ein wahrscheinlicher Preisbereich, den wir hier erreichen könnten. Das heißt, wenn man jetzt hier Short setzen würde, hätten wir auch mögliche Gewinnchancen von rund 3 oder 2%. Es kommt darauf an, wie tief der Kurs halt eben retraced. Aber was viel wichtiger ist, das hieße, wir hätten die Welle 2 hier abgeschlossen. Und wenn man dann hochgehen würde in diese Welle 3, und jetzt kommt es nämlich wirklich darauf an, ob wir hier hochgehen, beziehungsweise nicht, ob wir hier hochgehen, sondern wie hoch wir gehen. Und zwar aus diesem Zielniveau könnte man dann möglicherweise 12% bis 13% minimal Gewinne mitnehmen. Und dann, wenn man es gut anstellt oder der Preis halt sehr stark bullisch wird, könnte man sogar fast bis zu 18% Gewinne mitnehmen in diesem Szenario. Bleiben Sie auf jeden Fall dran, weil gleich kommen wir noch in die höheren Timeframes, wo es dann sehr wichtig wird und wo man dann die großen Gewinne mitnehmen kann. Jetzt sind wir hier eben in einem etwas höheren Timeframe. Wir kommen hier ganz klar in der Annahme aus einer Welle 1 Struktur heraus und sind jetzt hier in die 2 gelaufen. Und diese 2 ist abgeschlossen, bereits seit Jahresanfang. Und jetzt sind wir hier in dieser Welle 1 und der Welle 2. Die Welle 2 hatte ebenfalls eine feste Zielzone, die wir hier eingezeichnet haben, beziehungsweise die spezifische Zielzone der Welle C. Deshalb gehen wir trotzdem davon aus, dass diese Welle hier abgeschlossen ist. Was bedeuten würde, der Preis ist hier eben reingelaufen und ist jetzt hier wieder hochgekommen. Und jetzt befinden wir uns eben in dieser untergeordneten Welle 3, der übergeordneten Welle 3 Struktur. Und die hat eine Zielzone zwischen dem 1,618er und dem 2,236er Fibonacci Expansion. Niveau, also zwischen 14 US-Cent und 18 US-Cent. Das heißt, der Preis würde deutlichst ansteigen hier im Eintageschart. Das wäre eben im nächsten Bullrun möglich, beziehungsweise sogar noch dieses Jahr möglich an Preisanstiegen. Das heißt, wir sehen hier ganz klar eine bullische Expertise, beziehungsweise eine bullische Prognose für H-Bar. Und wir gucken natürlich auch jetzt rein, wie viel Gewinne Sie da in der Theorie mitnehmen würden, wenn Sie jetzt hier noch long gehen. Natürlich optimal wäre es gewesen, wenn man hier long eingestiegen wäre. Seitdem ist der Kurs nämlich schon hier bis zum Hoch dieses Jahres angestiegen. Gestiegen um rund 30% und bis zum aktuellen Zeitpunkt um rund 15%. Aber wenn wir jetzt vom aktuellen Zeitpunkt ausgehen, dann könnte man in der Theorie jetzt schon bei H-Bar 157% Gewinne mitnehmen, im schlechtesten Fall, und im besten Fall eben hier 228% Gewinne mitnehmen. Und das ist nur um einen Tageschart. Natürlich würde der Preis danach wieder retracen in eine untergeordnete Welle 4 Struktur. Und danach würden wir wieder hochgehen in die Welle 5, was dann logischerweise die übergeordnete 3 abschließen würde. Und da zeigen wir Ihnen jetzt auch mal die Ziele für die übergeordnete 3 im nächsten Chart. Jetzt sind wir hier im nächsten Chart angekommen. Wir gehen ganz klar davon aus, dass wir aus einer Welle 1 Struktur kommen, die eben eine A-B-C-Korrektur hatte der Welle 2, die auch schon abgeschlossen ist, was wir gerade eben auch schon angesprochen hatten. Aber was man hier noch bedenken muss, die Welle 2 ist sehr tief retraced, vor allen Dingen auch, wenn man sich anschaut, hier im Jahr 2021 ist der Preis noch in einer überschießenden B, wie es bei vielen Altcoins und Kryptowährungen generell ist, hochgegangen und dann eben sehr stark abgefallen. Das war bei VeChain so, bei Chainlink, man hatte ähnliche Charts. Aber was jetzt hier wichtig zu betrachten ist und warum wir denken, dass eben dieses Allzeithoch von 58,3 Cent gebrochen wird und eben zu neuen Allzeithochs im nächsten Bullrun kommen könnte, ist ganz einfach, dass wir hier diese Wellenprognose abgeschlossen haben und jetzt eine Zielzone für diese Welle 3 hier eben etabliert haben, zwischen dem 1,618er und dem 2,236er Fibonacci Expansionsniveau, zwischen 76 US-Cent und möglichem 1-Dollar-Level. Und dieses 1-Dollar-Level wäre natürlich sehr fantastisch, wenn wir das erreichen könnten, da es eine psychologische Marke wäre und deshalb sehr wichtig für den Markt wäre, wenn er dorthin läuft, weil ein 1-Dollar-Level würde auch den ganzen Markt generell größer machen, weil dieses psychologische Level eben den Markt pushen könnte und möglicherweise dann wieder zu einer überschießenden B führen könnte. Das heißt, man könnte noch mehr Profite mitnehmen durch Long-Position. Aber wir schauen uns auch gleich an, wie viel Profite man denn eigentlich mitnehmen kann, wenn man hier Long einsteigt. Im schlechtesten Fall würde man fast 1300% Gewinne mitnehmen. Und im besten Fall können Sie hier bei H-Bar 1800% Gewinne mitnehmen.
Und das ist natürlich fantastisch, wenn man jetzt noch den Einstieg macht. Man kann generell jetzt überall einsteigen bei HBAR, weil wir eben davon ausgehen, dass die untergeordnete Welle 2 längst abgeschlossen ist und dass wir hier schon längst aus dem Bärenmarkt raus sind und in eine mögliche Altcoin-Season bald starten könnten durch eine impulsive Welle, wenn sie eben ausgelöst wird. Und diese impulsive Welle würde Ihnen dann halt diese 1800% Gewinne ermöglichen. Ich möchte Sie selbstverständlich beruhigen, denn wir können definitiv davon ausgehen, dass der Bullmarkt längst abgeschlossen ist. Natürlich sieht man hier, diese Welle hat sich sehr gezogen zum Ende hin, aber das ist oft so. Bei vielen Altcoins hat sich die Welle gezogen, weil einfach nicht mehr genügend Aufmerksamkeit auf diesen Altcoins lag und damit die Volatilität nicht mehr so hoch war. Und was passiert, wenn die Volatilität nicht mehr so hoch ist? Dann dauert es länger, bis die Wellen eben ausgebildet sind. Und was man dazu auch sagen kann, selbst wenn jetzt entscheidende Marktereignisse reinkommen würden, die das Ganze hier beschleunigen würden, wir würden diese Struktur nicht verlassen, denn Marktereignisse katalysieren nur den Markt bzw. den Chart und unsere Level bleiben weiterhin gleich, aber wir hatten hier halt wenige Marktereignisse bei HBAR und deshalb gab es einfach nicht so viel an Volatilität und diese Volatilität fehlt dann natürlich in der Wellenbildung. Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Momentum hier bekommen bei HBAR und sehen hier mögliche Gewinnchancen eben für Sie, die wir Ihnen gerade aufgezeigt haben. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte jetzt noch einmal auf unsere E-Mail-Adresse verweisen, bullishimpulsemanagement@gmail.com, die hier eingeblendet ist. Dort können Sie uns sämtliche Fragen stellen zu unseren Charts, zum Content, aber auch generell zu irgendwelchen Aktien oder generell Videowünsche kennen, die auch dorthin schreiben. Und natürlich auch selbstverständlich, wenn Sie Kooperationsanfragen haben an uns, gerne dorthin, dann können wir darüber mit Ihnen schreiben. Vielen Dank.